Also vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin auch ein Mitbegründer der Gruppe BGL steht auf. Das ist Wahnsinn, was sich hier entwickelt hat. Aus heimlichen Gassi-Gehen zu fünft. Jetzt hier so eine Riesenmasse. Also ich bin da schon fast schon sprachlos. Danke dafür. Ich darf mich vorstellen, ich bin Papa von 3 Kindern. Ich bin selber Betroffener von Corona. Ich bin gelernter Parkettleger, bin in die Hotellerie reingerutscht. Hotellerie sagt ja jetzt schon alles. Also ich bin arbeitslos mit 3 Kindern aktuell. Ich bin sowas, was die Gesellschaft als Verschwörungstheoretiker nennt. Also so schauen wir aus. Wir sind ganz normale Leute. Ich wurde gebeten, hier auch was zu sagen, weil ja in unseren Kreisen gelte ich mit viel Hintergrundwissen. Für mich ist halt ein bisschen schwierig, weil jedes Schlagwort würde ein neues Thema aufmachen. Und deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, die Rede von Robert Kennedy Jr. nochmal vorzutragen, der in Berlin gesprochen hat, was in unseren Medien ziemlich untergegangen ist, was ich finde. Und das darf nicht sein. Klar ist dieser Herr Robert Kennedy Jr. In der Öffentlichkeit schon verrufen, aber das ist ja kein Zufall, wenn man das System kritisiert, dass man in der Öffentlichkeit verrufen wird. Da muss man nicht kalt gemacht werden, sondern nein, man muss nur Leute finden, die genug Finger auf diesen Herrn zeigen und schon ist die Meinung nichts mehr wert. Also ich lese jetzt mal vor, das ist der Text der Rede von Robert John F. Kennedy Jr. In den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5000 Nazis zu sprechen. Und morgen werden sie genau das bestätigen, dass ich zu 5000 Nazis geredet habe. Wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. Menschen, die eine andere Regierung wollen. Menschen, die Anführer haben wollen, von denen sie nicht belogen werden. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regeln erlassen. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharmalobby und den eigenen Profit. Das ist das Gegenteil von Nazitum, ist das. Ich sehe Menschen aus allen Nationen, mit allen Hautfarben. Ich sehe Menschen, die sich um Menschlichkeit kümmern, die hier sind wegen der Gesundheit ihrer Kinder und wegen Freiheit und Demokratie. Regierungen lieben Pandemien und sie lieben aus den gleichen Gründen, aus denen sie den Krieg lieben, weil sie in der Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. To create institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. I'll tell you something. It's a mystery to me. At all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades. Planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't seem to know what they're talking about. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. They seem to be making it up as they go along. They're inventing numbers. They cannot tell you what the case fatality rate for COVID is. That's basic. They cannot give us a PCR test that actually works. They have to change the definition of COVID on the death certificates constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. Die denken sich alles nur auf. Sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen zur Pandemie, damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir diese Zahlen sehen, kommen wir einfach nur in die Angst. Sie haben nicht einmal einen zuverlässigen PCR-Test. Darin, worin sie gut sind, ist Angst zu erzeugen. Sie haben damals Hermann Göring gefragt, wie Menschen den Nazis folgen. Er hat gesagt, ganz einfach, das hat mit Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im Kommunismus, in der Demokratie. Das liegt in der menschlichen Natur. Wir müssen den Menschen nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns.
Vor 50 Jahren kam mein Onkel John F. Kennedy nach Berlin. Berlin war die Front gegen den Totalitarismus. Und heute ist es wieder so. Berlin ist die Front gegen den Totalitarismus. Und deshalb sage ich heute wieder stolz, ich bin ein Berliner. Und ich möchte noch etwas sagen. Sie haben keinen guten Job gemacht, die Gesundheit des Volkes zu schützen. Aber Sie haben einen guten Job gemacht, um 5G in unsere Gemeinden zu bringen. Und Sie haben den Anfang geschaffen für eine digitale Währung. Und das ist der Beginn für eine Sklaverei. Denn wenn Sie eure Bankkonten kontrollieren, kontrollieren Sie dein Verhalten. Wir sehen alle die Werbung im Fernsehen, die sagt, 5G kommt in eure Gemeinde. Und Sie sagen, dass 5G überall hingebracht werden soll. Dass es unser Leben so viel besser machen wird. Und die Gefahr ist, dass wir 5G einfach akzeptieren. Und nur weil wir ein Video in 5 Sekunden herunterladen können, statt in 16 Sekunden. Und sie geben Billiarden von Dollar aus für 5G. Der Grund sind Datensammlungen und Kontrolle. Es ist für Bill Gates, für Zuckerberg, für Lisa, nicht für uns. Mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus überwachen. Und sie nutzen das, um uns auszuspionieren mit der Gesichtserkennung. Die ganzen Smart Devices, das ist nicht für uns. Es ist nur für die Überwachung und die Datensammlung. Diese Pandemie kommt der Elite zu Pass, damit sie uns alles diktieren kann, was sie will. Sie nutzen die Pandemie, um uns zu überwachen, zu kontrollieren. Sie nutzen das, um den gesamten Wohlstand der Bevölkerung an eine Handvoll der Elite zu transferieren und zu verarmen. Das Einzige zwischen unseren Kindern und denen sind diese Menschen, die nach Berlin gekommen sind. Und wir rufen ihnen zu, ihr bekommt unsere Freiheit nicht, ihr bekommt unsere Kinder nicht und wir retten unsere Demokratie. Vielen Dank.